Ja, was machen wir mit dem Atommüll? Das ist in der Tat das häufigste Argument, was ich höre gegen die Kernenergie. Leute sagen mir, ja, das verstehe ich ja, Kernenergie, CO2-frei, das ist super. Kernenergie hat auch andere Vorteile, davon haben wir gerade gehört, das ist alles super. Aber was ist mit dem Atommüll? Der strahlt doch für Millionen Jahre und gefährdet die zukünftigen Generationen auf alle Zeiten hinaus. Stimmt das eigentlich? Ist das so? Haben die hochradioaktiven Abfälle aus Kernkraftwerken jemals solch einen Schaden angerichtet? Kann jemand da ein Beispiel nennen? Nein? Es gibt keinen. In fast 70 Jahren kommerzieller Kernenergie ist kein einziger Mensch durch die hochradioaktiven Abfälle zu Schaden gekommen. Keiner. Und das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Warum ist das so? Das liegt daran, dass wir wissen, wie wir mit dem Zeug umgehen müssen. Ganz klar, diese Abfälle sind saugefährlich. Und wenn du dich neben ein gebrauchtes Brennelement stellst, dann bist du binnen weniger Minuten tot. Aber das machst du ja nicht. Genauso wenig, wie du hier oben vom Dach springst oder vor den Bus läufst, absichtlich. Das machst du doch nicht. Und genauso gehen wir verantwortungsbewusst und sinnvoll mit gebrauchten Brennelementen um, mit den hochradioaktiven Abfällen aus unseren Kernkraftwerken. Ja. Diese Abfälle sind gut aufbewahrt. Sie sind gemessen, gezählt, gewogen. Wir haben eine genaue Bilanz. Wir wissen, wo das Zeug ist. Wir wissen, dass es sicher verwahrt ist. Wir gehen damit verantwortungsvoll um, ganz anders, als wir mit den Abfällen umgehen, die unsere Kohle- und Gaskraftwerke produzieren. Diese Abfälle pusten wir nämlich einfach in die Atmosphäre. Milliarden Tonnen von CO2. Was passiert denn damit? Wer macht sich darüber denn mal Gedanken? Ja, jetzt machen sich alle Gedanken, was dieses CO2 anrichtet, wie es unser Klima beeinflusst und den Klimawandel vorantreibt. Können wir dafür nicht die Abfälle, die radioaktiven Abfälle aus unseren Kernkraftwerken in Kauf nehmen, die, wie gesagt, gut verwahrt sind, wo wir wissen, wie wir damit umgehen können? Es gibt zwei Möglichkeiten, mit den radioaktiven Abfällen umzugehen. Die eine Möglichkeit ist das, was Deutschland im Moment tut. Wir suchen ein Endlager. Die Endlagerung radioaktiver Abfälle entspricht dem Stand von Wissenschaft und Technik. Das ist ein gelöstes Problem. Es ist ein technisch gelöstes Problem. Wenn die Endlagerung von radioaktiven Abfällen, wenn wir das als Problem wahrnehmen, dann ist das kein technisches Problem, sondern es ist ein politisches Problem. Es ist ein gesellschaftliches Problem, weil das in unseren Köpfen als ein Problem erscheint. Aber technisch ist es gelöst. Endlagerung können wir machen. Aber es gibt noch viel bessere Möglichkeiten. Denn das, was Deutschland entlagern will, das ist eine wertvolle Energieressource. Von der Energie, die in gebrauchten Brennelementen drinsteckt, da haben wir gerade mal 4% genutzt. 96% stecken noch drin. Und die können wir ebenfalls nutzen, mit geeigneten Reaktoren. Dazu brauchen wir neuartige Typen von Reaktoren, sogenannte schnelle Reaktoren. Die können die Energie rausholen, die im Atommüll noch drinsteckt. Und das, was Deutschland heute an Atommüll hat, könnte uns jahrhundertelang mit Strom versorgen. CO2-frei und klimafreundlich. Und das ist keine Utopie. Das ist nichts, was irgendwann in Hunderten von Jahren mal erfunden werden wird. Sondern das ist eine Technik, die gibt es, die ist bewährt, die ist gebaut. Russland hat einen Leistungsreaktor, also einen Reaktor, der nicht nur im Labor funktioniert, sondern der wirklich echt im Betrieb ist und 800 Megawatt Leistung erzeugt und ins Stromnetz einspeist. Der wird auf diese Weise betrieben. Da steckt Atommüll drin, der diesen Reaktor antreibt. Weltweit
arbeiten Teams daran, weitere Reaktoren zu entwickeln, die nach dem gleichen Prinzip funktionieren. Dazu gehört auch der Dual-Fluid-Reaktor, eine deutsche Erfindung. Nun ist das Dual-Fluid-Team aber aus Deutschland rausgegangen und hat in Kanada ein Unternehmen gegründet, um diese Technik weiterzuentwickeln. Warum? Weil Kanada für Kernenergie, für moderne Kernenergie, für neuartige Kernenergie ein viel attraktiveres Umfeld bietet als Deutschland. In Kanada gibt es eine Bevölkerung, gibt es eine Regierung, die die Kernenergie will und sie fördert. Und das ist sehr begrüßenswert. Ich denke, wir sollten wissen, dass wir vor dem Atommüll keine Angst zu haben brauchen. Er hat niemals Menschenleben gefordert und wird das auch in Zukunft nicht tun. Wir wissen, wie wir damit umgehen. Wir haben eine wertvolle Energieressource und wir sollten sie nutzen. Danke sehr. Ach so, nein, halt. Das Wichtigste habe ich jetzt vergessen. Das, was ich zum Atommüll gesagt habe, das steht hier in dieser Broschüre drin, die es dort drüben an unserem Infostand gibt. Klimakrise, Fragezeichen, Kernenergie, Ausrufezeichen. 12 unschlagbare Argumente für die beste Energiequelle der Welt. Meine Einladung an Sie, holt euch diese Broschüre hier von unserem Infostand ab. Aushändigen dürfen wir sie leider nicht, das verbieten uns die Corona-Auflagen. Aber jeder ist herzlich eingeladen, zum Infostand zu kommen, sich eine Broschüre mitzunehmen. Und ihr könnt mich uns natürlich gerne weiter mit Fragen löchern. Danke sehr.